Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch gerne was zeigen in der Logos Bibel Software. Da habe ich einen Kommentar geschrieben. Das ist hier diese Logos Bibel Software. Das ist der Kommentar. Der ist hier unter meinem Namen abgelegt und bezieht sich hier auf dieses Verb Tashub und auf den Vers 25 in Daniel 9. Also hier dieser Vers. Das ist das Tashub oder Shub in seiner Grundform, von dem ich unterstelle, dass es sich auf die 62 Wochen bezieht und ausdrückt, dass der Daniel von 605 vor Christus aus sowohl die 7 Wochen rechnen soll, als auch die 62 Wochen. Ja, der Vers heißt dann also: So wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder, das ist auch Taschub oder auch ein Schub, ja, Lahashib. Ja, das ist dasselbe Wort, das möchte ich auch zeigen, das kommt auch öfter noch hier in Daniel vor. Also so wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. So ist die Übersetzung der Lutherbibel 2017. Man hat hier das Schub, das eigentlich ein Verb ist, beide Male als Adverb übersetzt, was ich nicht in Ordnung finde, weil das Schub ein Verb ist und kein Adverb. Ein Adverb würde jetzt hier zum Beispiel das aufgebaut beschreiben, näher beschreiben, und zwar wie aufgebaut wird, nämlich wieder. Ja, und hier oben hat man das auch gemacht, wieder aufgebaut werden. Ja, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Eigentlich müsste man aber sagen, dass der Engel zu Daniel sagt: So wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde zurückkehren und wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt oder bis ein gesalbter Fürst kommt, sind es einmal 7 Wochen und 62 Wochen noch einmal. Ja, also diese 62 Wochen, das sind die Shishim Ushinayim, ja. Da sieht man die Nummer 22, die Nummer 23 und direkt dahinter kommt das Taschub mit Nummer 24. Im Deutschen springt das, ja, deswegen sind hier diese kleinen Zahlen vor den hebräischen Worten gesetzt worden, damit man die Reihenfolge, die ursprüngliche Reihenfolge im Text sieht. Aber im Prinzip sagt der Engel zum Daniel: Wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde zurückkehren und aufgebaut werden, bis auf einen gesalbten Fürsten, denn Gesalbter ist auch ein Adjektiv, sind es 7 Wochen, also einmal 7 Wochen von 605 bis auf Kyros und 62 Wochen erneut. Ja? Noch einmal 62 Wochen, also kehre um. So wie hier das Jerusalem kehrt wieder, kehrt zurück. So kehre auch um, so kehre zurück mit den 62 Wochen an den Anfang. Das sagt das Taschub und dann bleibt das Taschub auch ein Verb. Das habe ich dann hier in meinem Kommentar dann auch geschrieben. Das Verb Taschub ist ein Verb und darf nicht als Adverb übersetzt werden. Sie wird wieder aufgebaut sein. Ja, dieses wieder wäre dann das Adverb für aufgebaut. Ja, es muss auch in der Übersetzung ein Verb bleiben. Dann passt Taschub allerdings nicht mehr zu dem Versteil, in dem vom erneuten Aufbau von Platz und Graben die Rede ist. Alternativ kann man aber das Taschub auch auf die 62 Wochen beziehen, mit deren Berechnung Daniel zum Beginn der 7 Wochen umkehren soll. Also kehr um, ja? Dreh um, kehr um an den Anfang der Berechnung. Auch mit den 62 Wochen. Dann weist man dem Taschub statt der üblicherweise verwendeten dritten Person Feminin Singular, die zweite Person Maskulin Singular zu, was dazu führt und bedeutet, dass Daniel auch die 62 Wochen vom gleichen Datum aus berechnen soll wie die 7 Wochen, nämlich von 605 vor Christus aus. Von dort aus errechnet sich problemlos nach 7 Wochen, 49 Jahren, das Kommen des Kyros, 556 vor Christus, so wie in Jesaja 45, Vers 1 vorhergesagt. Und nach 62 Wochen, nämlich 434 Jahren, das Kommen von Antiochos Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Damit sind alle grammatischen Probleme beim Übersetzen gelöst. Das Verb bleibt ein Verb und wird nicht zum Adverb. Das Kal bleibt ein Kal, das ist so eine Infinitivform von hebräischen Verben.
Das Imperfekt von Tashub, denn dieses Tashub hier steht im Imperfekt, muss nicht unerlaubterweise mit dem Perfekt von Nibneta, nämlich aufbauen, kombiniert werden. Das ist eigentlich auch grammatikalisch nicht in Ordnung. Macht man aber, ja. Dieses Tashub hier steht nämlich dann im Imperfekt und dieses aufgebaut steht in Perfekt. Und das darf man nicht miteinander kombinieren. Ja, ist grammatisch nicht in Ordnung. Und man darf daraus auch nicht ein Adverb machen. Macht man aber in der Übersetzung, weil man nicht weiß, wo man mit dem Tashub hier hin soll. Weil man es immer wieder an dieses aufgebaut, also Jerusalem soll aufgebaut sein, anhängt, statt auf die 62 Wochen zu beziehen. Ja? Also das Imperfekt von Tashub muss nicht unerlaubterweise mit dem Perfekt von Nibneta aufbauen, ja, hier kombiniert werden. Der Singular von Tashub muss sich nicht mehr auf zwei Gegenstände beziehen, nämlich auf Platz und Graben, denn Plätze und Gräben sollen wieder aufgebaut werden in kummervoller Zeit. Aber dieses Tashub steht im Singular, müsste aber dann eigentlich im Plural stehen, weil es Platz und Graben meint, ja. Es muss sich also nicht mehr auf zwei Gegenstände beziehen, Platz und Graben, was einen Plural erfordern würde und so weiter. Diese exegetische Variante, nämlich die 7 und die 62 Wochen vom gleichen Datum, 605 vor Christus, aus zu berechnen, bietet für die Übersetzung des Tashub also ausschließlich und durchweg gewichtige Vorteile und löst die grammatischen Probleme elegant. Allerdings entsteht so eine gänzlich neue Sicht auf die Berechnung der 70 Jahrwochen, die dann nicht mehr bis auf Christus zu rechnen sind, sondern bis auf Kyros und auf Antiochus den Vierten. Also hier fehlt noch ein Und, trage ich dann mal einfach schnell ein. Und ja, warum muss ja auch groß geschrieben werden? So, wird das oben hier immer schön abgespeichert, ja? Also kann man das schön online dann auch einsehen. Warum das? Warum wird auf Kyros und auf Antiochus Epiphanes verwiesen vom Engel? Weil sich diese beiden politischen Größen, nämlich Persien, in Klammern der antike Kyros, und Syrien, in Klammern der antike Antiochus Epiphanes, in der Endzeit wiederholen und Israel und dessen Nachbarstaaten schrecklich verwüsten werden. Von einer solchen Verwüstung hatte der Engel gesprochen und hierüber wollte er ihn, nämlich Daniel, und uns informieren. Siehe Daniel 9,26, ja, da steht von der Verwüstung, und in Daniel 9,27 steht auch von dem Gräuel der Verwüstung. Interessierte finden die ausführliche Textanalyse von Daniel 9,25-27 in meinem Buch Die 70 Jahrwochen im Buch Daniel auf Amazon. Was ich euch dann noch zeigen möchte, ist, dass dieses Wort Schub hier mit der Strong Nummer 7725, hier auch 7725 und hier auch, ja, dass das öfters in Daniel vorkommt, in der Bibel überhaupt relativ häufig vorkommt. Und ich schaue mal schnell, hier ist die Wortstudie, ja, und hier kann man also sehen, das ist dieses Schub, das wird hier als wieder bezeichnet. Sich erheben, sich aufmachen, auftreten, erheben, sich auflehnen, stehen, gelten, wahr sein, erfüllen und so weiter. Noch mehr geben, noch einmal tun, weiter, noch mehr tun. Zurückkehren, kommen, bringen, geben. Heißt es hier umkehren, ja? Buße tun, sich bekehren, sich umwenden, noch einmal tun. Das ist das, ja? Das noch einmal tun. Das heißt, Daniel, tu das mit den 62 Wochen noch einmal, Tashub, was du schon mit den 7 Wochen getan hast. Das ist der Sinn hier, ja? Noch einmal tun. Das heißt, dieses Wort kommt relativ häufig vor in der Bibel überhaupt. Ich will gerade mal gucken, sind es 453 Stück? Ja? Also 453 Mal kommt das vor, und zwar in ganz unterschiedlichen Bedeutungsbreiten. Sehr häufig wird das hier mit umkehren, Buße tun, sich abwenden, noch einmal tun, antworten übersetzt. Das ist so der die Hauptbedeutung, die diesem Wort zugebilligt wird. Hängt aber auch sehr stark vom Zusammenhang ab. Und jetzt könnt ihr mal gucken, hier, das ist Daniel 9,25, allein in dem Vers steht schon zweimal Tashub oder Schub, ja, umkehren. Also einmal Jerusalem wird wiederkehren, wird wieder zurückkehren. Daniel soll nochmal umkehren mit der Berechnung der 62 Wochen. Dann steht in Daniel 10, Vers 22 von dem Engel, der zu Daniel kommt und ihm die große Prophetie gibt in Kapitel 11 über die Ptolemäer und die Seleukidenkönige. Da steht auch hier wieder das Schub. Ja? Der Engel sprach und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich zurückkehren, wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kehren, also kämpfen. Also er muss wieder zurück, Schub, ja, Aschub, umkehren, zurückkehren. Oder in Daniel 11, Vers 9, aber der wird eindringen in das Reich des Königs des Südens, dann jedoch wieder in sein Land zurückkehren, Schub oder Schab jetzt hier, ja. Er wird zurückkehren,
in sein Land. Daniel 11, Vers 9. Dann Daniel 11, Vers 10. Aber seine Söhne werden sich rüsten und große Heere zusammenbringen, und der eine wird kommen und wie eine Flut heranbrausen. Dann wird er wiederum rüsten zum Kampf gegen seine Festung. Dann wird er umkehren, ja, er wird zurückkehren und wieder zum Kampf gegen seine Festung kämpfen. Also auch hier wieder Schub. Oder auch in Daniel 11, Vers 13, denn der König des Nordens wird umkehren und ein Heer zusammenbringen, größer als das vorige war. Und nach einigen Jahren wird er wieder ausziehen mit großer Heeresmacht und vielem Tross. Schub, Schab, jetzt hier, ja. Daniel 11, Vers 18, danach wird er sich gegen die Insel wenden. Er wird sich wenden, ja, er wird umkehren, er wird sich umwenden gegen die Inseln, ja, das ist Griechenland zu der Zeit. Und viele von ihnen gewinnen, aber ein Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören, und er wird ihm seine Schmähungen heimzahlen. Schub, also hier auch im übertragenen Sinn Schub, nicht nur zurückkehren aus einer Schlacht oder umkehren mit einer Berechnung, sondern auch heimzahlen, etwas zu erwidern, etwas zurückgeben. Ja, das ist die Bedeutung, die hier gezeigt wird von diesem Wort. Dann Daniel 11, Vers 19, danach wird er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen Landes. Er wird straucheln und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. Dann 11, Vers 28, danach wird er wieder heimziehen. Er kehrt wieder um, er kehrt nach Hause, ja, mit großer Beute. Er wird es ausführen und in sein Land zurückkehren. Schab, auch wieder hier, ja. Und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen. Er wird wieder umkehren, er wird sich umwenden, zurückwenden nach Süden. Aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Dann Daniel 11, Vers 30, das betrifft jetzt Antiochos Epiphanes, denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen. Kittim war Zypern, ja. Schiffe aus Kittim werden ihn kommen, sodass er verzagen wird und Schab umkehren muss. Er muss umkehren, also jetzt physische Umkehr, ja. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Auch wieder hier Schub, ja, mit dieser Strong Nummer 7725. Er wendet sich um, er wird sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Jetzt auch wieder im übertragenen Sinn. Also man sieht, das ist physisch, das ist im übertragenen Sinn. Das kann auch bei den Juden zum Beispiel, heißt es auch Tshuva. Wenn man Tshuva tut, dann kehrt man um zum Judentum. Das ist so eine Art Bekehrung, Umkehr, Buße. In dieser Tshuva ist auch das Schub drin enthalten. Oder der Sohn von Jesaja, der heißt Shea Yashub. Ein Überrest wird umkehren, ja, Jesaja 7. Da ist das Schub auch drin. Nur, dass man so ein bisschen auch ein Gespür dafür bekommt, wie dieses Wort hier verwendet wird. Es ist auch in Hosea dann noch in vielen Stellen auch erwähnt. Ja. Und man findet das auch noch weiter vorne im Daniel. Zum Beispiel Daniel 9, Vers 16. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem. Also wende den Zorn und Grimm zurück, ja, kehr den zurück und nimm ihn zurück von der Stadt. Das ist in dem großen Bußgebet von Daniel, auch hier Daniel 9, 13 noch, ja, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Also auch hier Bekehrung, Schub, Tshuva, sagen die Juden dazu, ja, da ist auch dieses Schub dann auch wieder jetzt im übertragenen Sinn. Oder in Hesekiel, und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer, das ist jetzt auch wieder, hier steht Schube, ja, selbe Strongnummer, das ist auch das Zurückkehren. Oder auch hier, und er sprach zu mir, hast du denn gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Also hier auch wieder jetzt physisch, er kehrte um mit ihm. Er führte mich zurück, so wird hier übersetzt. Ja. Also man bekommt so ein bisschen Gespür auch dafür, wie dieses Schub in der Bibel auch verwendet wird. Und wenn wir das wissen und mit dieser Kenntnis dann auch zu Daniel 9, Vers 25 gehen, dann sieht man, dass Jerusalem wiederkehren soll, umkehren soll, ja, und dass auch Daniel mit der Berechnung der 62 Wochen umkehren soll. Schub, Taschub. Das ist etwas sehr, sehr Spannendes und etwas sehr Großes für mich, ja, weil ich ja natürlich seit vielen Monaten und Jahren schon an der Sache mit den 70 Jahrwochen arbeite und das zunächst in der Rechnung nur gezeigt habe und jetzt auch im Text selber zeigen kann, dass dort steht, dass Daniel umkehren soll. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da Fachleute, die sich da im Hebräischen besser auskennen als ich, sich der Sache annehmen. Und das sieht im Moment sehr danach aus. Also bislang sind zwei Übersetzer schon, die sich dem Thema gegenüber sehr positiv stellen, weil die natürlich Probleme haben, damit diesen Text hier zu übersetzen.
und auch nicht wissen, wo sie mit dem Taschub hin sollen, ja, mit dem zweiten Taschub. Und da biete ich natürlich eine Lösung an, die für die hoch attraktiv ist. Und bislang war ich der Meinung, dass die Ausleger und die Pastoren und die Prediger und die sich immer wieder auch dazu dem Daniel 9 auch äußern, dass das die idealen Ansprechpartner wären, weil die sich natürlich gut mit diesem Vers auch auskennen und mit der Thematik insgesamt. Ich habe aber leider feststellen müssen, dass diese Pastoren und Prediger ein Problem damit haben, weil sie natürlich dann merken, dass sie jahrelang das Falsche darüber gesagt haben und vielleicht sogar auch veröffentlicht haben und geschrieben haben und sich natürlich nur ganz ungern korrigieren möchten und sich deswegen diese ganze Thematik einfach wegschweigen und sich dazu auch nicht weiter äußern wollen. Was aber spannend ist für mich, ist, dass jetzt Brüder, die Bibel übersetzen, sich dazu äußern. Ja? Also zwei haben sich sehr positiv geäußert, einer hat sich komplett weggeduckt, kann ich leider nicht sagen, wer das ist. Ja? Also der weiß aber die Brisanz, die das bedeutet, ja? Weil man natürlich auch schon zwei Elberfelder Bibeln jetzt hat, weil diese Daniel 9,25 Stelle unterschiedlich übersetzt worden ist. Also die Brockhaus-Variante, die übersetzt jetzt hier so wie auch die 2017er Luther und macht hier ein Semikolon, hier an der Stelle hier, sieht man das Semikolon, ja? Und da sage ich gleich noch was zu. Also die übersetzen von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein gesalbter Fürst kommt, sind es 7 Wochen, Semikolon. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, was, naja, Jerusalem, sieht man hier sogar in der Anmerkung von Logos, dass Jerusalem da wieder aufgebaut sein soll. Aber das steht nirgendwo im Text, da steht nur, wird wieder aufgebaut sein, ja, oder zumindest konstruiert man es so hin, ja. Eigentlich steht da nur, es wird aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit, ja. Also das passt im Zusammenhang dann schon für die Stadt Jerusalem. Aber dieses Taschub, das gehört da nicht rein, ja. Und man hat sich bisher immer hier mit diesem Semikolon auseinandergesetzt, was man hier eingefügt hat für dieses Etnach, dieses hebräische Kantillationszeichen, was im Hebräischen überhaupt nicht vorkommt. Und das ist so weit gegangen, dass man dann eine sanfte Revision von Hückeswagen vorgenommen hat, sodass man jetzt zwei Elberfelder Bibeln hat, wo die Elberfelder dann anders übersetzt. Aber hier in der Version ist es so, dass man dieses Komma, was man da hier setzt, hier an der Stelle, ja, das wird mit dem Etnach, das soll das Etnach darstellen und darüber streitet man sich jetzt. Aber dass dieses Taschub hier eigentlich des Pudels Kern ist, das finde ich fast schon etwas, ich muss da irgendwie schmunzeln drüber, weil die Fachleute sich jetzt an diesem Etnach hier festhalten. Dieses Etnach oder an diesem hebräischen Etnach, was hier steht. Mal schnell gucken, ob ich das hier finde. Das hier, das ist das Etnach. Ja? Die Reihenfolge ist jetzt hier ein bisschen falsch. Hier sieht man Nummer 16, dann kommt Nummer 17, dann kommt Nummer 18. Im Deutschen ist das ein bisschen unterschiedlich. Und dann kommt hier Nummer 19 und dann hier kommt 20 und dann 21. Ist ein bisschen durcheinander, ja. Aber dieses Etnach steht in diesem Wort Shiba, hier dieses kleine Zeichen. Und dann hat man das mit dem Semikolon dann getrennt und jetzt glauben manche, dass man die 7 und 62 Wochen aber zusammenzählen muss, weil man nur so 69 Wochen kriegt und nur so von Artaxerxes bis Christus rechnen kann. Und alle halten sich an diesem Etnach auf. Das heißt, man seid Mücken und man verschluckt Kamele, ja. Das ist eigentlich der Knackpunkt hier. Das Taschub, das ist die Lösung für den Punkt. Das Taschub steht im hebräischen Urtext. Dieses Etnach ist nachher eingefügt worden von den Rabbinen, und zwar im 11. 12. Jahrhundert nach Christus. Das ist überhaupt kein Zeichen, was im inspirierten hebräischen Text drin wäre. Das ist ein Zeichen, was fast alle Bibelverse unterteilt, sodass man die dann in der Synagoge wohl irgendwie singen kann, deswegen Kantillationszeichen. Aber ansonsten hat das überhaupt keine große Bedeutung. Jetzt darüber streiten sich die Gelehrten, ob jetzt hier ein Semikolon hin soll oder nicht, ja. Aber dieses Taschub, das im Gegensatz zu diesem Etnach im hebräischen Grundtext steht, ja, und ein inspiriertes Wort Gottes ist, das wäre eigentlich das Thema, worüber man sich auseinandersetzen müsste. Und dass die Theologen das nicht sehen,
Sorry, ich sage das einfach mal so ganz offen und ganz unverfroren. Da könnte ich schmunzeln drüber, weil man geht da total am hebräischen Text vorbei und macht hier totale Kapriolen und verkämpft sich hier dran, wie man dieses Taschub mit dem Nitnetach irgendwie zusammenbringen will. Und auf der anderen Seite geht man hier hin und nimmt dieses Ätnach und macht dann da ein Semikolon und dann streitet man sich über diese Themen, obwohl hier die Lösung wäre, ja. Also das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich finde das ganz, ganz spannend und ich glaube, dass das, was ich da geschrieben habe, belastbar ist. Und ich werde heute noch, also wenn ich noch schaffe heute, sonst spätestens morgen, eine Mail schicken an alle mir bekannten Bibelwerke und einfach darauf hinweisen, was ich da gefunden habe und um Unterstützung bitten und mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich werden wieder viele nicht reagieren darauf. Aber zumindest kommt so ein bisschen auch in die Köpfe und ist ein bisschen bekannt. Und wenn irgendwo Tagungen sind, dann sitzen die Referenten vielleicht zusammen, trinken einen Kaffee und sagen, hast du gehört, was der Klein da wieder geschickt hat? Und ich glaube, dass das so Stück für Stück auch in die Köpfe reinkommt und sich bewegt. Und ich freue mich natürlich auch über die Geschwister, die das teilen und die das ihren Pastoren weitergeben und die dort fragen. Ich habe letztens erst mit einem Bruder gesprochen, den ich schon über 30 Jahre kenne, und der hat seinen Pastor angesprochen und hat gesagt, was ist das? Was schreibt der Klein da? Wir wollen das wissen. Der Pastor, also die Gemeinde hat mehrere Pastoren, die haben da so ein bisschen abgewunken und haben gesagt, ja gut, das ist so ein bisschen wirres Zeugs. Und dann hat er gesagt, nein, nein, das ist uns egal, ob das wir ist oder nicht. Wir wollen wissen, ob das wahr ist. Und wir wollen das von euch wissen. Also setzt euch hinter eure Bibel und erklärt uns, was der da sagt, ob das richtig oder falsch ist. Und das finde ich toll, ja. Also da entsteht so ein bisschen Druck auf dem Kessel, ein gesunder Druck, der vielleicht dazu führt, dass man sich damit nochmal neu beschäftigt. Also das in aller Kürze. Vielen Dank fürs Einschalten euch. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald.